Ja, ansonsten, Matthias, erstmal herzlichen Dank, dass du da bist, trotz Elternzeit. Du bist ja eigentlich gerade gar nicht im Dienst, deswegen umso schöner, dass du heute den Weg auch hierher gefunden hast. Na, vielen Dank, herzlich willkommen und ich würde jetzt mal das Wort geben, vielleicht stellst du dich einfach auch mal vor und auch die Projektstelle, wo du bist, die ja auch sehr spannend ist. Ja, danke Tobias. Genau, ich bin gerne hier. Ich entschuldige mich ein bisschen für die Videoqualität zu Beginn. Meine Webcam, die hat es ein bisschen zerschossen von der Auflösung, aber naja, zu Corona-Zeiten kriegt man eben keinen Ersatz, auch wenn man das schon vor Monaten bestellt hat. Ja, ich bin froh dabei zu sein und nehme den Termin gerne wahr. Den hat man einfach schon so lange vereinbart, dass ich dann Tobias nicht absagen wollte und bin auch froh, dass so viele Leute hier jetzt heute dabei sind. Ja, wie gesagt, mein Name ist Matthias Blöser. Ich habe gerade hinten nochmal meinen eigentlichen Arbeitsplatz eingeblendet. Von unserem schönen Garten aus sieht man das ZGV, das Zentrum gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Da darf ich seit 2017 arbeiten und verantworte dort das Projekt Demokratie stärken. Vielleicht kurz zu mir nochmal. Von der Ausbildung her bin ich Politikwissenschaftler und ja schon viele Jahre politischer Bildner. Lange im Jugendbereich vor allem und mittlerweile ja auch im Erwachsenenbereich, da schwerpunktmäßig. Man wird ja auch nicht jünger, insofern ja, passt man sich ja sozusagen automatisch an die Zielgruppe an. Und genau, und ich bin mit diesem Thema Umgang, ja, Populismus hat man es da weniger genannt, sondern eher Blick auf couragiertes Handeln und gesellschaftliche Teilhabe, ja, seit 2007 ehrenamtlich unterwegs und mache das Ganze jetzt seit 2017 hauptamtlich eben auf dieser schönen Projektstelle Demokratie stärken. Das habe ich bewusst so kurz und knackig formuliert, nicht nur damit es auf die Visitenkarte passt, sondern auch, um uns alle selbst zu erinnern, worum es letztlich geht. Die Projektbeschreibung hat aber einen längeren Titel und dann geht es vor allem hinter dem Bindestrich dann eben auch darum, wogegen das Ganze gerichtet ist, warum es diese Stelle tatsächlich gibt. Ist ja was relativ Besonderes, dass es eine kirchliche Stelle in dieser Funktion und in dem Zuschnitt gibt. Hinter dem Bindestrich steht dann nämlich eben gegen was das ist, gegen Rechtsextremismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Da kann man mit dem Begriff Populismus relativ viel anfangen, wenn wir jetzt talken dann, aber vielleicht so viel vorab. Und ich bin so im Dreiklang vernetzen, bilden und beraten unterwegs. Also das Ziel von dem Projekt, das auf 6 Jahre angelegt ist, jetzt ist bald Halbzeit, ist eben ein tragfähiges Netzwerk aufzubauen in der EKN. Das ist tatsächlich schon entstanden, weil viele Leute ja sehr engagiert mit mir zusammen daran arbeiten und genau, mache eben viel Beratungs-, viel Bildungsarbeit auf den verschiedensten Ebenen und ja, bin da mit großer Freude tatsächlich dabei, weil die Resonanz so gut ist. Ja, vielen Dank, Matthias. Genau, hier kam gerade nochmal die Frage, ob du den Hintergrund deaktivieren kannst. Du siehst ja, kann ich machen, auch, genau. Aber Sie wissen ja jetzt, wo ich arbeite, genau, ich kann das gerne machen. Genau. Das hilft vielleicht ein bisschen bei der Videoqualität. Danke. Genau. Auch was, wobei, wie gesagt, du sagtest ja schon, die Webcam ist ja kaputt. Im Moment ist es wirklich schwierig, auch Ersatz zu kriegen, aber okay. Gut, wir haben das Ganze so aufgebaut. Matthias stellt gleich sich seine Stelle einfach erstmal ein bisschen vor, die Arbeitsschwerpunkte. Und für mich vor allen Dingen ist auch mal interessant, Populismus, das ist ein ganz aktuelles, oder das ist eigentlich immer ein aktuelles Thema. Und gerade bekommen wir ja auch in der Corona-Zeit über soziale Medien sehr viel damit auch in Kontakt, dass wir nachher einfach mal schauen können, was wir eigentlich als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja auch anwenden können, übertragen können, was fernab von großen Projekten und Initiativen läuft. Und dafür ist dieser Talk dann ja auch da. Ja, Matthias, deine Stelle, du hast schon mal so den Input gegeben. Was ist denn so der Hintergrund der Stelle oder so die Kerninhalte? Vielleicht fängst du da einfach mal an, zu erzählen oder vorzustellen. Genau, also zum Hintergrund, wie gesagt, die Stelle gibt es seit 2017 und ja, die Synode hat tatsächlich sich mit dem Thema intensiv befasst und der Hintergrund ist tatsächlich noch, wir erinnern uns wahrscheinlich alle, Jahr 2015/16 und ja, viele Menschen, die hier auf der Flucht angekommen sind und dann, wo eben dieses Framing, also die Rahmung war mit so furchtbaren Worten wie Flüchtlingswelle, ne, also dass die Menschen dort entmenschlicht wurden und einer Naturkatastrophe gleichgestellt wurden und das hat natürlich auch Kirchengemeinden nicht kalt gelassen, Kommunen, der Austausch in der Familie, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, das war ja teilweise sehr, sehr erhitzt und überhitzt. Tobias, du sagst jetzt auch schon mit Blick auf soziale Medien, die dann
aus meiner Sicht da auch oft ziemlich asozial dann tatsächlich waren oder antisozial, wo teilweise auf Facebook der Bürgerkrieg getobt hat, also mit Fake News, wo dann behauptet wurde, diverse Fake News von Schwänen, denen der Kopf abgebissen wird von Geflüchteten angeblich. Und jetzt kommt das sozusagen unter Corona-Vorzeichen wieder. Aber das war so ein bisschen der Hintergrund. Die Diskussion gab es schon lange sozusagen, dass auch die Kirche dort Unterstützung braucht. Und es gab da auch immer Engagement. Nur durch diese Virulenz 2015/16 folgende war dann klar, okay, wir brauchen da wirklich, wirklich Expertise. Wir brauchen da auch eine zentrale Stelle, die dann viel regional auch unterwegs ist. So verstehe ich meine Stelle auch. Also ich bin mindestens die Hälfte meiner Arbeitszeit eher deutlich mehr nicht in Mainz, sondern bin im ganzen Kirchengebiet unterwegs, um eben gemeinsam auch zu gucken, was sind die Herausforderungen vor Ort. Und ja, da bin ich sehr froh, dass meine Kirche sich dazu entschieden hat, diese Stelle überhaupt erst einzurichten. Und damit man da tatsächlich nicht alleine ist, weil die Fragen sind im Kern relativ ähnlich. Also wie gehen wir mit solchen populistischen, was ich oft verharmlosend finde vom Begriff, Bewegungen um? Und also wie ist es ganz konkret in unserer Gemeinde, in unserem Dekanat, in dem jeweiligen Zusammenhang? Weil das ja auch nichts ist, was einfach nur außen auf die Kirche einströmen würde, sondern die Einstellung gibt es überall in der Gesellschaft, eben deswegen auch in Kirchengemeinden unter Christinnen und Christen. Und deswegen ist das super, wenn das von innen eben passiert. Also meine Stelle ist vor allem eben nach innen auch gerichtet, aber ich sitze auch in den Beratungsnetzwerken für Demokratie und gegen Rechtsextremismus in Hessen und Rheinland-Pfalz und vernetze mich auf allen möglichen Ebenen. Aber der Kern ist wirklich zu gucken, also wie können wir sozusagen unsere Hausaufgaben machen? Also mit Blick auf der langen Geschichte vom christlichen Antijudaismus und dem Antisemitismus, um ein Stichwort mal zu nennen. Oder es gibt viele Punkte eben, wo ich sehr froh bin, wo wir viel dazugelernt haben, tatsächlich auch als Christinnen und Christen. Das gibt mir auch immer Mut, wo ich mich dann auch frage, ja, warum ist denn da so eine Lust am Niedergang? So, also wenn wir uns viele der Populisten oder dieser reaktionär-autoritären Strömung angucken, die behaupten, sie sind konservativ, aber sie wollen ja wenig aus meiner Sicht erhalten, sondern eher zerstören und das Kind mit dem Bade ausschütten. Und da werden wir bestimmt in der Diskussion auch drauf kommen. So. Also wo ist Kritik auch nötig und notwendig? Und wo ist so die Grenze auch zwischen populistisch und ja populär oder opportunistisch? Also Politik geht ja immer darum, auch um Meinungen zu ringen, aber auch vielleicht der Bevölkerung tatsächlich auf den Mund zu schauen und zu gucken, was ist dann an welcher Stelle nötig oder wo wird man auch als Regierung zu gedrängt oder eben auch nicht. Und da verschwimmt relativ viel in der Diskussion und ich erlebe es sehr als heilsam und als eine große Unterstützung, wenn wir uns eben gegenseitig austauschen können, dann eben vor Ort mit den konkreten Problemen. Und was ich so mache, ist tatsächlich viel regional unterwegs zu sein, in Dienstkonferenzen, auf Dekanatssynoden. Wir haben im Januar 2019 eine kleine Handreichung herausgegeben, die Kirchenleitung hat die herausgegeben, da war ich in der Arbeitsgruppe beim Erstellen beteiligt, wo es um den Umgang mit Rechtspopulismus im Kirchenvorstand ging. Da hatten wir einen konkreten Fall und das ist zum Beispiel so ein konkretes Ergebnis, wo es auch total spannend und wichtig war, wie breit dort diskutiert wurde. Also es nicht darum ging, jetzt so einen Expertinnenkreis zu nominieren und die schreiben dann mal was, sondern dass das wirklich breit geerdet war. Und so verstehe ich da auch meine Arbeit, dass wir gemeinsam eben da so voranschreiten und gucken, wo wir uns unterstützen können. Okay, erstmal vielen Dank für den umfassenden Einblick erstmal. Was mich mal so interessieren würde, was sind denn, ich sag mal so, Klassiker, mit denen du zu tun hast, also Themen, die sich wiederholen? Ist immer irgendwie was Neues oder gibt es zu bestimmten Anlässen, zu bestimmten Zeiten, Ereignisse, wo die Suppe wieder aufgewärmt wird, wo die alten Themen wieder hochkommen? Ja, das ist eine ziemliche Mischung sozusagen. Also es gibt quasi Klassiker oder es gibt so Linien, die sich durchziehen, durchaus. Also jetzt mit Blick auf Antisemitismus, das ist ja eine sehr wandelbare Ideologie und Weltanschauung. Da können sich die Wörter ändern oder auch die Auseinandersetzung ist da immer mal wieder neu unterwegs. Jetzt, wenn wir auf jetzt die Corona-Auseinandersetzung schauen, sieht man das wieder. Also wo ich mir dann manchmal schon denke, bei bestimmten Sachen, die auch gepostet oder behauptet werden, auch offline, da sind wir dann irgendwie wieder relativ nah am 14. Jahrhundert und der Pest und der Brunnenvergiftung. So, und da es werden oft ganz alte Bilder, die auch tief in uns verankert sind. Ne? Also es geht ja immer darum, nicht zu sagen, hier du böser Antisemit oder du Rassist,
besser dich mal. Also schon, dass wir lernen zu reflektieren, was für Bilder wir im Kopf haben, aber wir haben die alle im Kopf. Ja, wir sind in dieser Gesellschaft groß geworden. Und da geht es stark darum, eben das überhaupt erstmal wahrzunehmen und zu reflektieren, auch zu gucken, was haben wir für Privilegien und wie gehen wir mit denen um, wo verschaffen wir vielleicht auch anderen Gehör. Und sonst thematisch ist tatsächlich stark der Umgang tatsächlich mit der AfD konkret als Partei oder ähnlichen Strömungen in dieser Richtung, wo die Frage ist, genau, wie gehen wir damit um mit dem Blick nach außen? Also brauchen wir eine Stellungnahme? Wie machen wir das? Wo sind Menschen auch empfänglich, ansprechbar im Kirchenvorstand, in der Gemeinde? Und auch dann so der Blick auf Themen, die anschlussfähig sind in kirchliche Kreise, sowas. Also klassisches Rollenverständnis zum Beispiel, wo in der Diskussion das oft so rüberkommt, das wäre irgendwie nicht mehr möglich oder nicht mehr wertgeschätzt, dass eine Familie mit mehreren Kindern irgendwie hier sein soll oder so, wo ich das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann. Also wo ich eher, es gibt da ein schönes Papier auch der EKN, Familie in der Vielfalt, wo ich mich dann eher dran halte, also wo ich dann auch als Kirche oder auch als Kirchenmitglied froh bin, wenn die Kirche verschiedene Angebote für verschiedene Familienformen anbietet und das nicht gegeneinander ausspielt, also die Alleinerziehende gegen die Vielkinderfamilie oder die Regenbogenfamilie gegen eine andere Familienform. Und also da bin ich dabei auch nachzuspüren, weil es, da gibt es durchaus, wenn man an die Demo für alle denkt, die ja auch mal ein paar Mal durch Wiesbaden gelaufen ist, also wo es ja darum geht, eben zu behaupten, es ist eine Demo für alle, letztlich geht es aber gegen die Ehe für alle und gegen Gleichstellung. Und da gibt es auf jeden Fall Anschlussfähigkeit. Ne? Und dass man da genauer hinguckt an den jeweiligen konkreten Themen, das wären mal vielleicht so 2, 3 Ansätze, die durchaus wiederkommen. Und ich bringe ja manche ein, so als Beispiele, und es kommt aber auch viel von vor Ort. Also insofern ist es, es gibt kontinuierliche Linien, aber es gibt auch immer wieder dann das neu aufgesetzt. Ja. Okay, du sprichst von konkreten Themen, wiederkehrenden Themen. Was sind denn derzeit aktuelle und konkrete Themen? Und vor allen Dingen, wie sieht die praktische Arbeit mit diesen Themen aus? Ja, also ein ganz aktuelles ist jetzt ja Stichwort Verschwörungstheorien. Ich mag den Begriff jetzt nicht so gerne, ist vielleicht besser von Verschwörungserzählungen oder Mythen zu reden. Ist jetzt ja ganz aktuell, da ich gerade nicht im Dienst bin, mache ich das nicht so praktisch, aber ich habe da auch schon in der letzten Zeit mit angefangen, einfach Workshops anzubieten, auch mit Blick auf Verschwörungsideologien und wo die uns begegnen. So, also das auch relativ bunt, weil ich ja im Prinzip mit allen Altersgruppen auch arbeite, sprich dann auch Workshops jetzt gegeben habe, zum Beispiel für die Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend Sozialarbeit auf einer Klausur, wo es eben auch um Verschwörungsideologien und Antisemitismus im deutschen Rap zum Beispiel ging oder wo es nicht darum ging, jetzt zu sagen, das ist nur dort, sondern da ist es vielleicht exemplarisch besonders interessant, weil Musik einfach mit Menschen was macht, ne? Es spricht uns an und dort kann man dann bestimmte Bilder und Vorurteile einfach massiv verankern dann, wenn das über die Musik transportiert wird. Wir hatten letztes Jahr auch einen Fachtag zum Beispiel, speziell einen ganzen Tag zu Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien, was auch hochspannend war. Und sonst, was ich sehr, sehr regelmäßig mache, die ganzen letzten Jahre und auch zukünftig sehr gerne, das sind so Argumentations-Workshops und Angebote, also dass man überhaupt konkret mal das ausprobieren kann, dass man einen geschützten Raum hat und die Zeit sich nimmt, sei es nur ein paar Stunden, sei es ein Tag oder auch anderthalb Tage, um in einem geschützten Raum tatsächlich mal auszuprobieren, was geht denn, was kann ich mir zutrauen, was nicht. So argumentieren gegen Parolen oder auch eben für eine demokratische Auseinandersetzung. Das ist so was ganz Wichtiges, was ich im Prinzip schon mit ganz verschiedenen Zielgruppen gemacht habe. Also von der Gemeindesekretärin über die Dekanatsebene, auch auf Sekretariatsebene. Das ist vielleicht ganz spannend, dass dort ja viele Anrufe ankommen. Wenn sich jemand über die Kirche beschweren will und er ruft nicht das Seelsorgetelefon an, dann kommt das eben dann vor Ort an. Wenn man vielleicht auch keine Verankerung in der eigenen Kirchengemeinde hat, dann, Dekanatsbüro, da steht eine Nummer. Das finde ich sehr spannend und sonst sehr stark mit Ehrenamtlichen, die vor allem in der Arbeit mit Geflüchteten engagiert sind und dort einfach viel auch abbekommen. So, und dann auch die Frage haben, wie gehe ich damit um? Also das sind vielleicht nochmal so 2 Beispiele, was dann ist. Und das andere hatte ich erwähnt, also konkrete Beratung von kirchenleitenden Gremien. Also dass wir da gemeinsam ein bisschen genauer drauf gucken, wo sind die Fragen vor Ort.
Okay, danke dir hierfür. Es sind noch mal einige dazugekommen, von daher auch noch mal der Hinweis, ja, und Sie habt schon mal gemerkt, die Oberfläche ist etwas anders, was an der Webinarfunktion liegt. Es sind einige dabei, die wollen passiv als Zuschauer dabei sein. Wir bieten aber auch gerne die Möglichkeit, ja, mit ins Gespräch einzusteigen per Webcam, per Mikrofon. Hierfür bitte Zuschauer einfach unten auf diese Hand klicken. Dann kann ich euch und Sie mit in die Riege der Diskussionsteilnehmer nehmen. Und hier geben wir nämlich in, ja, kleinen Intervallen einfach auch nochmal die Rückmeldemöglichkeit und kleine Rückfragenrunden. Und da würde ich jetzt auch gerne mal einsteigen, so wie hier als auch im Kommentarbereich in Facebook, den ich jetzt hier auch nochmal im Blick behalte. Sind denn jetzt schon mal konkrete Fragen da? Wäre jetzt mal ein kleiner Raum oder auch ein Wunsch, ein Kommentar an den Matthias Blöser. Das sieht erstmal nicht so aus. Genau, wenn Fragen da sind, wie gesagt, unten einfach diese Funktion Fragen und Antworten, F und A abgekürzt, nutzen. Ansonsten ist auch der Chat dabei. Dort kann man auch mit den Teilnehmerinnen chatten und sich unterhalten. Ja, Matthias, Umgang mit Populismus. Fangen wir so an. Ich verwalte ja bei uns ja auch mit die Facebook-Seite, habe so die Social-Media-Aktivitäten auch mit im Blick. Und vor allen Dingen auch bei politischen Themen kommt es eben auch oft vor, dass es recht oder einige verbal aggressive Kommentare gibt, fremdenfeindliche Kommentare gibt. Wo, so ging es mir jedenfalls am Anfang meiner Facebook-Zeit, so ein Gefühl der Ohnmacht einfach auch da ist, wenn ich so einer großen Wand von, ja, Hasskommentaren oder fremdenfeindlichen Kommentaren, kritischen Kommentaren gegenüberstehe. Manch einer meiner Kolleginnen und Kollegen ist dann auch schon geneigt, relativ schnell von einem Shitstorm dann auch zu reden. Wie ist denn hier so deine Einschätzung und was sind denn auch, ich sag mal, hilfreiche Hinweise und Tricks und Tipps in solchen Situationen, wie man mit solchen Kommentaren umgehen kann? Ja, also ganz großes Thema natürlich seit vielen Jahren schon und das Wichtigste ist tatsächlich, das hast du jetzt schon angesprochen, also dass man das wahrnimmt und dass man sich möglichst, ob das jetzt ein realer Shitstorm ist oder auch nur wahrgenommen, weil es mehrere Kommentare gibt, dann, dass man im Vorhinein sich möglichst ein paar Gedanken gemacht hat. So. Und idealerweise, je nachdem, wie groß die Seite ist, beziehungsweise wie viele Kommentare es dann gibt, ist es natürlich auch super, wenn man das nicht alleine machen muss. Also wenn wir wirklich von einem veritablen Shitstorm sprechen, muss die Seite im Prinzip 24 Stunden, 7 Tage die Woche betreubar sein, sozusagen. Dann bräuchte man ein größeres Team. Das ist aber wirklich dann die großen Geschütze sozusagen, ne? Weil sonst, also man geht da unter als einzelne Person, wenn das wirklich dann so heftig abgeht und dann nimmt man da auch im Zweifel psychischen Schaden oder muss sich da zumindest auch mal die Möglichkeit und den Freiraum geben können, da sich zurückzuziehen. Also das ist die ganz hohe Messlatte. Das ist oft ja zum Glück nicht der Fall. Wir können ja nachher auch nochmal so ein paar konkrete Beispiele durchklicken. Also eins vielleicht schon mal als Hinweis, HateAid ist eine Organisation, die sich gegründet hat, um solche Menschen zu unterstützen. Also vielleicht Renate Künast ist ja vielleicht ein Begriff, die furchtbaren Beschimpfungen, die es gab, die in erstrichterlicher Instanz eben als Meinungsfreiheit gesehen wurden und letztlich jetzt dann doch eben als Beschimpfung gewertet wurden. Das ist genau so eine Auseinandersetzung eben auch, ne? Also was müssen Politiker, Politikerinnen aushalten, was eben auch nicht, also mit fiesesten Schmähungen und persönlichen Beleidigungen, Beschimpfungen, da eben auch sexistischer Art war das ganz massiv so. Das muss man gesellschaftlich aushandeln, das ist so diese Ebene, die danach kommt. Aber da macht es natürlich schon einen Unterschied, erstens, wie das wahrgenommen wird und ob und wie reagiert wird oder auch agiert wird auf der Seite. Zu sagen. Also da als Seitenadministrator ist es da neben der Vorbereitung im Team dann idealerweise auch so, dass man sich Hilfe holen kann. Also sei das, dass man seine Facebook-Freundin anschreibt und sagt, hier Leute, könnt ihr mal da mal gucken, wie schätzt ihr das ein? Oder eben sich Hilfe zu holen. Da gibt es ein konkretes Tool, was ich nachher auch nochmal kurz vorstellen würde. Das ist die Lovestorm-App.
Also der Liebessturm gegen den Shitstorm, das ist ein tolles Tool, was, ja, vielleicht gebe ich meinen Bildschirm ganz kurz frei, oder Tobias, wenn wir, dass ich, oder machen wir es nachher aus mir, wie es besser ist. Ich würde sagen, also lass uns, wenn wir jetzt doch gerade beim Thema konkret sind, ja, lass uns doch konkret weitermachen und gib den Bildschirm doch mal frei und zeig uns mal was. Genau. Also, Gut, das ist unsere ZGV-Seite, da kann ich nachher gerne auch was zu sagen. Aber wir hatten jetzt mal hier von Lovestorm geredet. Ihr seht hier, oder Sie sehen, ja, 713 Mitglieder, das ist also noch Luft nach oben. Was ich spannend finde, das, was ich oft offline mache, also diese Argumentations- Unterstützungsworkshops, Vorträge, Einführungen in dem Bereich, machen die Kolleginnen dort online. So, also das ist tatsächlich eine spannende und gut konstruierte App fürs Telefon, hier browserbasiert. Und das Tolle ist, dass das plattformübergreifend ist. Also wenn wir auf Facebook bleiben, gibt es ja die relativ bekannte Facebook-Gruppe Ich bin hier mit über 40.000 Mitgliedern. Da kann man sich tatsächlich auch konkret Hilfe holen. Das ist für Leute auf Facebook tatsächlich sehr sinnvoll, weil da sind ein paar hundert aktive Menschen, die dann in so Kommentarspalten auch reingehen. So, also bevorzugt in welche, die wirklich bundesweit relevant sind. Also das heißt, das ist dann die Kommentarspalte vielleicht der FAZ auf Facebook oder vom Fokus oder. Vielleicht das nochmal, weil wir bei Facebook noch gerade waren, wo eben geguckt wird, wie funktioniert so eine Plattform. Und die Facebook-Plattform oder der Algorithmus funktioniert ja relativ stark eben anhand von Interaktion und was mehr Interaktion und Aufregung generiert. Und das versucht, ich bin hier, da sich dagegen zu stimmen, weil ein erster Schritt, was ich sagte, du kannst deine Freunde anschreiben und die sollen kommentieren, das ist ein guter erster Schritt. Und da vielleicht auch zu gucken, reagiere ich direkt auf den Kommentar? Das kann sinnvoll sein, es kann aber auch dann diesen Kommentar, diesen vielleicht auch menschenverachtenden Kommentar, weiter nach oben in der Kommentarspalte spülen. Also da vielleicht auch zu gucken, na, ich schreibe was zum Thema in der obersten Ebene der Kommentare. Das würde ich auch Seitenadministratoren empfehlen. Also zu gucken, wenn es eine kritische inhaltliche Auseinandersetzung ist, natürlich drauf eingehen. Wenn es aber wirklich was ist, wo du sagst, boah, das ist tatsächlich schwierig oder gefährlich, vielleicht sogar strafbewehrt, dann ja, da eben anders mit umgehen. Und ich bin hier, diese Gruppe gibt es seit 2016, die macht sich diesen Algorithmus eben insofern zunutze, dass die eine kritische Masse generieren. Die posten das auf ihrer Gruppenseite und dann gehen da vielleicht 100, 200, 300 Leute in diese bundesweite Diskussion und sind sehr achtsam und wertschätzend in ihren Kommentaren, aber eben auch sehr klar inhaltlich. Und dann unterstützen die anderen, die nicht selber kommentieren oder vielleicht auch zusätzlich durch Liken des Kommentars, der eben respektvoll verfasst wurde. Und dann kann man eben auch den Algorithmus tatsächlich mitsteuern. Also das ist bei Facebook da eine gute Herangehensweise. Ich bin hier. Und zu Lovestorm, wie gesagt, das finde ich so schön, weil das plattformübergreifend ist. Das heißt, wenn ich persönlich jetzt einen Shitstorm erlebe oder auch nur eine kleinere Form, wo ich sage, boah, ich brauche da Unterstützung als Seitenadmin oder auch, weil ich sehe auf dem Profil, was ich problematisch finde, eine Auseinandersetzung, dann kann ich eben, wenn ich hier Teil der Community bin oder sogar auch melden, kann ich es auch so. Aber wenn ich Teil der Community bin, kann ich auch selbst an Aktionen teilnehmen. Das heißt, ich poste kurz, worum geht es in der Geschichte. Also vielleicht hier ein Beispiel. Eine aktuelle Aktion war hier, ich glaube, die ist inzwischen geschlossen. Ja, die ist geschlossen. Das war eine sexistische Auseinandersetzung auf Instagram. Das hat eine Person gepostet und dann haben andere Leute an der Aktion teilgenommen und das unterstützt. Und das geht eben auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Das finde ich so schön, weil das da mangelt es tatsächlich noch. Wenn man sich Twitter anguckt, tatsächlich ist das auch ja, relativ frappierend. Dann reicht es irgendwie auch einen tollen Tweet gefühlt halb zunichte zu machen, weil dann eben 8, 10 Kommentare und die sind alle nur negativ und ja, auch vielleicht dann gefährlich oder menschenverachtend. Und es wirkt auf einen ja so mächtig, wenn da nur solche negativen Kommentare stehen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es, ja, also die meisten Menschen sind stille Mitlesende. Ja? Und diese stillen Mitlesenden, das macht einfach was mit einem, wenn wir merken, es gibt da keinen Gegenwind. Insofern ist die Frage, was man leisten kann, aber so eine Mischung aus eben Achtsamkeit, Vorbereitung, Gegenrede, selber leisten, organisieren, sich Unterstützung holen. Das wären so ein paar erste Hinweise.
So, vielen Dank erstmal. Ich habe jetzt schon mal so ein paar Rückfragen. Also wie gesagt, wir haben auch hier in dem Webinar-Software das Fragen- und Antwort-Tool F&A unten in der Leiste. Dort können Fragen gestellt werden. Sie können auch bewertet werden, dass die mit den meisten Votings nach oben rutschen, dass eben wichtige Fragen nicht untergehen. Und vor allen Dingen, wenn Sie die oder wenn ihr die F&A-Funktion nutzt, hilft es mir auch, keine Fragen zu übersehen. Robert fragt, wenn in einer Tageszeitung 40 Kommentare alle in die gleiche Richtung Verschwörungserzählungen auftauchen, sind das wirklich einzelne Leser oder ist das eine verabredete Auktion? Bin mir da oft unsicher. Also das kann beides sein, ne? Also die Vermutung liegt jetzt da erstmal nahe. Also vielleicht ein konkretes Beispiel. Ich habe den Tatort leider immer noch nicht gesehen, vor 3, 3,5 Wochen oder so, wo es auch um die sogenannte neue Rechte ging und die sogenannte identitäre Bewegung. Und da gab es dann zwei Reaktionen von der extremen Rechten. Die eine war zu sagen, das ist ja alles furchtbar und erstunken und erlogen, was dort ist. Und die linken Meinungsmedien, jetzt uns da Dinge vorwerfen, die nicht stimmen. Und die andere Reaktion war, Accounts und Hashtags anzulegen mit dem Namen dieser Bewegung im Tatort. Also wo sie sich das auch zu eigen gemacht haben. Das war ganz klar orchestriert und kampagnenmäßig organisiert. Und das gibt es sehr oft eben auch kampagnenmäßig, um die Meinungsführerschaft tatsächlich zu übernehmen. Also dieser Kampf um Hegemonie, um Vorherrschaft in der öffentlichen Meinung, der wird sehr strategisch geführt und das kann sein. Also muss man sich im konkreten Fall natürlich angucken. Vielleicht ist es auch ein Thema, was so emotionalisiert, dass da einfach viele Leute auch von sich aus aktiv drauf springen. 40 Kommentare bei einer Tageszeitung ist ja jetzt erstmal nicht so viel, aber das gibt es sehr oft. Also vielleicht sind da manche Sachen auch schon irgendwie, es gibt über Discord-Server oder es gibt vielfältige Tools, wo sich Rechte tatsächlich sehr strategisch vernetzen. Das wird oft unterschätzt, weil man eben dann auch Vorurteile im Kopf hat von wegen so dem dumpfen Nazi irgendwie noch aus den 80er, 90er Jahren. Da gibt es sehr, sehr strategische Bearbeitung des Ganzen. Okay, dankeschön. Der Dirk fragt, ist bei Facebook nicht jeder in seiner Meinungsblase gefangen? Lassen sich Nutzer wirklich von der Meinung eines anderen Nutzers überzeugen oder sollte man störende Posts nicht einfach löschen? Ja, ein wichtiger Punkt. Ich würde sagen, ja, aber an der Stelle, weil Meinungsblase ist ein Stück weit so, weil natürlich, ich suche mir meine Freunde in der Regel aus auf Facebook und wird auch durch den Algorithmus eben ein Stück weit gesteuert. Aber es hängt natürlich davon ab, auf was ich reagiere. Also ich habe zum Beispiel einen langjährigen Bekannten, also den ich kenne seit aus meinem Heimatdorf, von dem kriege ich ganz viel in die Timeline gespült, weil ich das immer kritisch kommentiere. So, also das ist nicht so, dass das feste Blasen sind, also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Langjährigen Bekannten, also den ich kenne seit aus meinem Heimatdorf, jetzt höre ich mich gerade ein bisschen verzögert, doppelt, aber gut. Genau. Super. Also es hängt auch davon ab, mit wem interagiere ich. Also ich kann mich natürlich selber zurückziehen in meine Wohlfühlblase. So. Da ist schon was dran. Also man muss kritisch natürlich drauf gucken. Ähnlich ist es bei Google-Suchergebnissen oder so. Die sind eben ja auch persönlich gefiltert. Und bei Facebook das ja nochmal stärker, weil das ja ein Freundinnen-Netzwerk ist und diesen Charakter ja weitgehend hat, je nachdem, wie man das nutzt. Aber zugleich würde ich auch davor warnen, dass man dann sagt, okay, ich kann ja jetzt nichts machen, beziehungsweise diese Blase ist so. Also es gab früher auch Blasen. Ne? Es gibt soziale Unterschiede. Wir sind in bestimmten Schichten unterwegs. Und also das bildet sich ein Stück weit vielleicht noch zugespitzt online ab. Aber ich kann das schon auch ein Stück weit beeinflussen, auch wie ich mich dann eben online bewege. Das war jetzt ein Teil der Antwort. Und das andere war die Frage, sollte man es löschen oder nicht? Das kommt drauf an. Also das ist ja dann das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sozusagen, dann die eigene Debatte drum, also wo dann auch wichtig ist vielleicht, wenn es wirklich strafrelevant ist, das auch nicht einfach zu löschen, sondern auch anzuzeigen, also aus statistischen Gründen, aber auch, dass man sieht, wie wird das juristisch geprüft? Und wenn man das nicht leisten kann, ist die Frage, man muss nicht auch, auf Deutsch gesagt, auf jeden Quatsch reagieren. Also man muss nicht über jedes Stöckchen springen. Ja? Also wenn man dann spürt, das geht da nur um Provokation und ich versaue mir dann meinen Tag vielleicht dadurch,
das entscheide ich persönlich auch immer neu, ob sich jetzt für mich lohnt oder ob ich Lust darauf habe. Manchmal habe ich halt Lust darauf, um eben auch ein Zeichen zu setzen, dass es auch andere Meinungen gibt. Ja. Soweit also da kann ich vielleicht auch noch mal aus meiner Erfahrung auch, also einmal, ich bin ja nicht nur für die digitale Bildung, sondern eben auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, habe dort auch die Facebook-Kanäle, Social-Media-Kanäle in meinem Blick und wie gesagt, wir haben oft, ich sag mal, auch Rückmeldung, gerade im Bereich der politischen Arbeit. Ich sag mal, wenn wir zum Beispiel eine Veranstaltung bewerben, eine Referentin dort ist, die ein Kopftuch trägt, dann kommen dann auch Kommentare mit, wieso trägt die Kopftuch und wieso fördern wir die Islamisierung des Christentums und wie auch immer. Ich finde das immer schwierig oder ich finde, das ist so ein Punkt, da muss man wirklich differenzieren. Ist das jetzt wirklich aggressive oder auch ein Kommentar, der gegen Gesetze und Regeln einfach verstößt, oder ist das wirklich im Bereich der Meinungsäußerung oder der, es gibt, ich habe für mich auch die Kategorie der dummen Fragen einfach auch eingerichtet und wenn ich hier einfach lösche, dann bestätigt oder bestärkt man eben auch bei ganz vielen Personen diesen Punkt, dass man in der Meinungsfreiheit ja auch kastriert wird und hier auch nichts mehr sagen darf. Also von daher ist das auch so ein heikles Pflaster. Was oft hilft, ist sachliche Rückfragen. Also in solchen Bereichen zum Beispiel, warum sollte sie kein Kopftuch tragen? Oder woher haben Sie das mit der Islamisierung? Mal nach Quellen fragen und in der Regel nach 2, 3 Rückfragen kommt denn da auch gar keine Antwort mehr. Also das ist in einem gewissen Aufwand, finde ich, auch immer noch sehr gut zu schaffen. Jetzt sind wir nämlich auch bei dem Punkt, den gebe ich direkt an dich weiter, Matthias. Die Claudia fragt nämlich auch, gibt es Tipps zu Reaktionszeiten und dem Wording? Ja, also vielleicht ganz kurz nochmal zu dem, was du gesagt hast, dass uns das nicht wegrutscht und dann denke ich auch an Claudia. Und zwar, das ist sicherlich so und Nachfragen ist Gold. So, also vor allem, wenn ich ernsthaft nachfrage, also das kennen wir ja dann auch aus analogen Debatten, wenn das Gegenüber spürt, ich bin daran interessiert, also worum geht's dem Gegenüber vielleicht wirklich zu verstehen und aus Respekt heraus sozusagen wissen zu wollen, was steckt jetzt da dahinter und dann das selber auch kritisch einordnet, dann ist da zumindest die Chance da. Also ich kann immer ja nur das anbieten und das Gegenüber kann auch so verbrämt sein, dass das nicht gelingt. Aber das unterstelle ich jetzt erstmal niemandem so, weil sonst können wir auch gar keine demokratischen Debatten mehr führen. Das ist dann wirklich problematisch. Und der andere Punkt, da würde ich nochmal einen kritischen Punkt machen, was du sagst von wegen, das wird mir ja nochmal sagen dürfen und die angebliche Beschneidung der Meinungsfreiheit, die existiert ja schlicht nicht. Also das finde ich ganz wichtig, das zu benennen, weil da Dinge vermengt werden. Also es wird vermengt, Meinungsfreiheit als Abwehrrecht gegenüber dem Staat. Also dass der Staat nicht zensieren darf, dass ich die Freiheit habe als Bürger, Bürgerin, Dinge zu benennen, ohne eingesperrt zu werden, ohne drangsaliert zu werden, Nachteile zu haben. Was viele der Menschen, also vor allem die das, wenn man es populistisch nennen will, aus solchen Beweggründen tun, die verlangen eine Kritikfreiheit. Also, dass sie alles raushauen dürfen, egal wie menschenverachtend das auch sein mag. Das kann jetzt eben muslimfeindlich sein, das kann sexistisch sein, auch eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Und das dürfen wir nicht durchgehen lassen, ganz klar. Also, das ist auch so ein Klassiker. Wie viele Leute behaupten, in Deutschland dürfte man seine Meinung nicht frei äußern und merken dabei gar nicht, dass sie sie gerade frei geäußert haben. Und für den freien Meinungsaustausch gehört aber eben auch, dass man sich Kritik anhören muss. Das ist unschön, aber das gehört eben auch dazu. Also das finde ich noch ganz wichtig, weil diese Debatte wurde relativ stark gekapert eben von denen, die behaupten, man dürfe es nicht sagen und das die ganze Zeit sagen, teilweise vor Millionen Publikum in Talkshows. Also insofern, das war mir nochmal wichtig, dass das nicht wegrutscht. Stichwort Reaktionszeiten und Wording. Da gibt es auf jeden Fall Tipps. Da müsste ich nochmal gucken, ob ich jetzt vielleicht noch einen Link dann hervorzauber, aber grundsätzlich, so wie ich bin hier, das macht, also die Gruppe kann man suchen, man kann da beitreten, es gibt auch eine Website, dass man respektvoll wirklich so ist, wie man es offline eben auch machen würde, dass man ernsthaft nachfragt, dass man auch seine eigene Position bezieht. Das sind ja eigentlich so Klassiker aus der respektvollen, gewaltfreien Kommunikation sozusagen. Also Ich-Botschaften, wo geht's mir drum, nichts zu unterstellen und gerade wenn man Seiteninhaber, Inhaberin ist, dass man da wirklich aufs Wording gut achtet, da auch nochmal drüber liest, vielleicht auch eine Nacht drüber schläft. Also das sozusagen zur Reaktionszeit. Also man muss sich selber auch nicht unter
Zugzwang setzen, dass man sofort da reagiert. Also das war jetzt dieses Schnelle, was ich eingefordert hatte, war wirklich mit Blick auf Shitstorms, weil da da ist ein paar Stunden dann eine gefühlte Ewigkeit oder auch real eine Ewigkeit. Sonst bei kleineren Kommentaren sehe ich jetzt nicht, also gerade bei kleineren Seiten von einer Gemeinde oder so, die Notwendigkeit, da wirklich 24/7 das zu machen, das ist ja nicht zu leisten. Also insofern zeitnah sicherlich, vom Wording tatsächlich menschenfreundlich sprechen, respektvoll sprechen oder schreiben, keine Großbuchstaben, also nicht ins Internet schreien, und das wären vielleicht so ein paar Anfängertipps erstmal. Genau. Genau, und ich meine, man darf sich denn da ja auch gerne Hilfe noch einholen. Also man muss, glaube ich, auch nicht alleine mit so einer Situation umgehen. Zumindest, wie es in anderen Landeskirchen ist, weiß ich nicht. Zumindest in der EKHN steht ja die regionale Öffentlichkeitsarbeit und auch die Öffentlichkeitsarbeit am Paulusplatz dann ja auch immer mit Rat und Tat und Hilfe zur Seite. Genau. Zu dem Thema Links, genau, wir werden im Anschluss an die Veranstaltung in den nächsten Tagen noch eine E-Mail an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschicken mit dem Link zur Aufzeichnung, auch mit sämtlichen Links, die der Matthias Böser jetzt auch nochmal heraussucht und jetzt auch hier posten möchte, nur dass hier einfach nichts verloren geht. Und diese Links, die werde ich dann auch entsprechend auch in die Aufzeichnung mit posten. Und wer sich das jetzt schon mal irgendwie eine URL-Adresse merken möchte, unter erwachsenenbildung-ekhn.blog, das gilt auch für die Facebook-Zuschauerinnen und Zuschauer, ist dann, ich denke mal, ab heute Nachmittag, spätestens ab Montag, dann die Aufzeichnung mit den jeweiligen Links dann auch abrufbar. So, jetzt haben wir nochmal weitere Fragen, und zwar die Eva, die fragt, welche Portale beziehungsweise Plattformen würdet ihr empfehlen zur Meldung von selbst als strafrechtlich eingeschätzten Beiträgen mit Hass und Hetze im Internet, die von staatlichen Stellen zur stärkeren Verfolgung eingerichtet wurden? Ja, genau. Ich habe das jetzt gerade schon im Chat mit zwei Links beantwortet. Und zwar, es gibt in den Bundesländern Online-Wachen. Ich habe jetzt mal die für Hessen kopiert. Also das ist so der Klassiker, dass man eben nicht mehr zur Polizeidienststelle gehen muss, sondern das Ganze online macht. Dass man entsprechend das mit Screenshot sichert, dass man eben auch nachweisen kann, was dort vorgefallen ist. Und das geht also jetzt komfortabel von zu Hause, aus dem Homeoffice heraus. Und das andere ist eine neue Initiative, Hessen gegen Hetze. Also das wären vielleicht einfach mal zwei, die man sich auch merken kann, Hessen gegen Hetze ohne Unterstrich und sonst was in einem Wort einfach. Und das ist jetzt für die Menschen aus Hessen. Online-Wachen gibt es, wie gesagt, auch in anderen Bundesländern. Und dann gibt es noch diverse, auch zivilgesellschaftliche Dinge. Aber die Frage war hier jetzt nach staatlichen Stellen, genau. Vielleicht kurz und knapp. Okay, so, jetzt haben wir hier noch die weitere Frage. Wie kann ein guter Umgang mit einem Narrativ aussehen, das im Bekanntenkreis ehrenamtlichen Umfeld aufgetaucht ist, auf dem persönlichen Facebook-Profil der betreffenden Personen, wo gerade nicht fremdenfeindliche Ideen Thema sind, sondern Versammlungsfreiheit in Corona-Zeiten und Umwelt- und Gesundheitsthemen, aber eben mit einem so alarmistischen, dramatischen Geschmäckle bei begrenzten Mengen an Zeit und Nerven meinerseits. Ja. Das ist ein guter Punkt. Also vor allem der Schluss, der ist mir ganz wichtig. Also man muss auch seine Grenzen kennen. So, also wenn man versucht, die Internetwelt zu retten, kann man im Zweifel nur verlieren, aber man muss sich Unterstützung holen und wie gesagt auch mal tief durchatmen, eine Nacht drüber schlafen oder ähnliches, weil ich mache das ja auch immer mal ganz gerne, weil es nötig ist. So, also wir sind alle hier BürgerInnen dieses Landes und insofern, das ist eben auch ein Diskursraum, es ist eine Diskussion, viel führt eben online auch dazu, dass offline sich die Dinge verändern und umgekehrt. Also insofern ist das ja eins, diese Trennung, die da oft so konstruiert wird, die gibt es ja schlicht nicht mehr. Wir leben in beiden Welten, wenn man das als Welten bezeichnen will. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wo man auch achtsam sein muss. Also wenn das jetzt in Anführungszeichen nur alarmistisch ist, dann kann man versuchen, ein bisschen was von dem Druck rauszunehmen, aber zugleich auch niemandem zu unterstellen, man ist jetzt irgendwie in dieser Querfrontbewegung, die sich ja gerade formiert rund um die Hygienedemos, die ja auch mit einem anderen Impetus begonnen haben, jetzt zumindest in Berlin, und dann ziemlich schnell gekapert wurden dann von vor allem auch rechten Kräften, wo man einerseits das Gemeinsame betonen kann,
also sozusagen, dass man auch sagen kann, ich fürchte mich auch um die Grundrechte und will langfristig auch diese Einschränkungen nicht und will, dass wir wieder sozial interagieren können. Also vielleicht physisch sind wir ja distanziert, wir müssen ja nicht sozial distanziert wirklich sein, aber das ist natürlich eine große Herausforderung. Insofern, das kann sein, also so eine gemeinsame Basis zu finden vielleicht. Also vor allem, wenn man die Menschen kennt und auch gern hat, finde ich das eine große Stärke immer, die Beziehungsebene. Also viele Leute haben Angst, auch in so Rollenspielen, wenn ich Seminare anbiete, so mit Blick auf Familie oder Bekannten, Freundeskreis, wo ich immer besonders gerne reingehe, um den Menschen auch zu zeigen, das ist eine enorme Stärke, weil wenn ich jemand gern habe, dann kann ich auch noch ehrlicher sein und auch aus Ehrlichkeit und aus Wertschätzung der Person gegenüber eben sagen, was man denkt. Also dann, da trennt sich vielleicht auch ein bisschen die Spreu vom Weizen, so dann in den Netzwerken. Aber das, finde ich, ist tatsächlich eine Stärke, auch wenn es anstrengend ist, dann, wenn man immer wieder und immer wieder damit konfrontiert wird. Aber es macht eben auch noch was. Man schickt vielleicht mal einen Kommentar, boah, sieht das doch nicht so heftig. Und lass uns mal wieder zu einem virtuellen Kaffee oder vielleicht auch irgendwann zu einem realen Kaffee wieder treffen. Also diese Wechselwirkung finde ich ganz, ganz entscheidend, wenn man sich da auch in eine längere Auseinandersetzung begibt. Und insofern einen alarmistischen Ton ein Stück rausnehmen, kann man vielleicht dann nicht. Wenn die Person jetzt wirklich massive Ängste hat, dann die Ängste der Person auch nicht absprechen. Das würde auch nach hinten losgehen. Also insofern, das ist immer ein Balanceakt. Aber danke für das Beispiel, weil das finde ich ganz entscheidend, dass es nicht nur immer um die extremsten Fälle geht, sondern auch sowas, wo man sagt, boah, da habe ich ein ungutes Gefühl und dem unguten Gefühl durchaus Ausdruck verleihen. Also ja, und dann gucken, ob man noch vernünftig im Gespräch sein kann und vielleicht auch nach ein paar Tagen erst wieder, je nachdem, ob es sich dann hochschaukelt oder nicht. Eine Frage, die ich durchaus auch immer sehr gut nachvollziehen kann, ist Sarkasmus zielführend? Manchmal bin ich der Sachlichkeit einfach müde. Ja und nein, würde ich sagen. Also ganz klar ja und ganz klar auch ja zu einer möglichen Eskalation, die das dann geben kann. Ne? Also vor allem, das geht halt offline viel einfacher. Also Sarkasmus, Ironie, Überspitzung finde ich auch ein wichtiges Mittel, gerade mit Menschen, die ich kenne, denen man auch mal so einen Spiegel vorhalten kann und dann vielleicht zeigen kann, boah, das ist jetzt ein krasses Zerrbild, was du da dir entworfen hast, dann finde ich das auch wichtig und das nimmt auch irgendwie Stress und Druck raus und Verbissenheit raus. Und das kann natürlich genauso gut nach hinten losgehen, vor allem im Internet, wo man ja eben keine Mimik hat und selbst mit vielleicht mit Smileys das irgendwie zu 7% oder so gefühlt kompensieren kann. Ja, also durchaus tun, ja, also weil das tut einem selber auch gut, aber auch damit rechnen, dass das eskalieren kann, so weil viele Leute wollen einen auch dann extra falsch verstehen und schalten dann den Sarkasmus eben raus oder ziehen den raus aus der Antwort und tun dann so, als wäre das das Reale und dann wird einem das vorgeworfen. Aber ja, um Himmels Willen keinesfalls Sarkasmus und Ironie außen vor lassen, wenn einem das liegt und wenn einem das wichtig ist, weil es geht auch darum, dass man sagt, hier, wir sind hier auf Augenhöhe, ich muss mich dir nicht unterordnen, du hast jetzt mit deiner Meinung nichts zu diktieren. Ja, und dann kann auch sowas mal so eine Überspitzung ja, zielführend sein. Wie gesagt, das Ziel kann sein, es gibt vielleicht ein kleines Augenöffnen, das Ziel kann aber auch sein, boah, jetzt eskaliert das und das vielleicht sieht man dann an der Eskalation, wie abstrus das auch ist, dass jetzt aufgrund von einer sarkastischen Äußerung dann eskaliert wird. Also genau, ist ein zweischneidiges Schwert, aber ja, durchaus schwingen. Gut, wir befinden uns jetzt mittlerweile im letzten Viertel des Talks und schön, dass sich so viele Fragen jetzt auch ergeben. Da gebe ich jetzt die nächste direkt mal weiter von der Gabriela. In Fortführung zu Dagmars Frage, das taucht nicht nur im persönlichen Umfeld auf, sondern auch bei der Kirche und das sind keine Dummen. Wie können wir hier als kirchliche Mitarbeitende reagieren? Können wir hierzu eine Arbeitsgruppe machen und auseinanderzuhalten, was ist Partizipation, was ist Populismus, was ist alarmistisch, was ist berechtigt? Ja. Ja, vielen Dank, genau. Die Frage ging dann noch weiter, oder ist es eine andere, genau. Das war so, genau. Weil die sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Ist die im Fragemodul oder im normalen Chat? Nee, die ist im Chat. Die okay. Genau. Ach also genau, das ist der erste Teil, genau. Ja, also das ist ja auch so ein Ding, es geht ja jetzt nicht um irgendwie eine bestimmte Bildung oder Hochschulbildung, also vielleicht geht es um sowas wie Herzensbildung und eine Frage politische Bildung mit Gefühl, da gibt es jetzt erste Publikationen, das ist tatsächlich noch sehr neu und das sehe ich auch in Kirchengemeinden so, aber auch sonst im gesellschaftlichen Kontext,
dass also vor allem aufgeklärte Menschen oder die sich als aufgeklärt und vernünftig wahrnehmen und sehen, dass sie davor zurückschrecken, auch mit Gefühlen zu arbeiten. So. Und das finde ich also einen großen Mangel, also dass man dann jetzt nicht zu protestantisch bierernst und klar an die Dinge rangeht, natürlich klar daran rangehen, aber eben auch mit Gefühl, also dass man wahrnimmt, wir sind Gefühlswesen, also ohne Gefühle wären wir keine Menschen. Und dass man das auch mit einbezieht und man sieht es in allen Bewegungen, auch wenn man sich nochmal einen Blick auf Antisemitismus oder autoritäre Bewegungen anguckt, da gibt es eine sehr hohe Akademikerdichte, Akademiker, also tatsächlich vor allem ja auch Männer, die da aktiv sind, neben ein paar sehr hervorgehobenen Frauen. Und es geht nicht sozusagen um Schulbildung oder Hochschulbildung oder ähnliches. Man kann auch mit ein oder mehreren Doktorgraden dann irgendwann abdrehen. Also dieses Beispiel von Dr. Wodak war ja so eins zu Beginn der Pandemie, der dann irgendwie in Griechenland die Welt erklärt hat, wo es Dinge gab, die man teilen kann, also wo es medizinische Grundlagen gab und dann diese Verdrehung aber so war, dass es dann fertig wurde, so, also wo dann beschwichtigt wurde. Und das, finde ich, ist dann auch viel mehr ernst zu nehmen. Nicht nur, weil es millionenfach geklickt wurde, sondern weil er als ehemaliger SPD-Abgeordneter und als Leiter von einer Gesundheitsbehörde eben eine besondere Expertise vorgeben konnte, sozusagen. Also das ist dann, ist jetzt nicht jetzt aufs Kirchliche speziell bezogen, aber auch bei kirchlichen Mitarbeitenden ist sicherlich der Punkt, schafft man das, eine gemeinsame Ebene zu finden? Und eben nicht jetzt auch jemanden zu unterstellen, dass er jetzt vielleicht sofort Verschwörungstheoretiker ist, es sei denn, es kommen so Verschwörungstheorien. Also dann würde ich Dinge auch klar benennen. Also jetzt nicht nebulös, boah, das ist doch alles Quatsch, was du erzählst, sondern wenn man das kann oder wenn man sich dann Hilfe geholt hat und das nochmal recherchiert hat, das dann auch zu benennen. Und dann gibt es zumindest die Chance. Also ich kann immer, wie gesagt, wie ich es vorhin schon sagte, ich kann nur anbieten, bestimmte Dinge auch klar zu rücken. Und wenn es kritische Dinge gibt, wo ja auch hier der Wunsch war, jetzt nach Austausch, vielleicht eine Arbeitsgruppe oder so zu gründen, das ist sicherlich sinnvoll, dass man sich austauscht. Weil wenn man nur alleine jetzt auch in der Situation dann ist und man sieht vielleicht tatsächlich was zu eng an dem Punkt und hat andere Aspekte nicht besehen, dann zerschlägt man da vielleicht auch unnötig Porzellan. Zugleich, wenn das jetzt ein strategischer Versuch ist, jetzt eine Kirchengemeinde wieder Richtung Hexenverfolgung oder so zu führen, also dann muss man sich natürlich Hilfe holen, muss dann gemeinsam schauen, wohin das geht. Wenn es jetzt einzelne Aussagen sind, dann kann ich auch erstmal nur sagen, oh, diese Aussage teile ich nicht. Das ist auch schon viel wert. Also anstatt das runterzuschlucken und nichts zu sagen. Und dann müsste man eben schauen, was ist das konkrete Problem oder was wird dann benannt. Und gerade auch dieser Austausch, was ist berechtigt, was ist nicht berechtigt, das müssen wir als Gesellschaft führen, das müssen wir als Kirche führen, als Gemeinde vor Ort. Dafür sind die Orte da. So. Und dann ist es auch sehr sinnvoll, sich da Unterstützung zu holen. Und ja, dass wir gerne auch im Nachgang nochmal uns da vernetzen, das biete ich sehr gerne an. Ja, also da kam ja jetzt nochmal die ganz konkrete Frage nach der inhaltlichen Auseinandersetzung. Nicht alles ist Populismus. Sicherlich ist jetzt das Webinar kein Ort, um jetzt eine Arbeitsgruppe zu formieren, aber zu bünden. Aber du hast dich ja jetzt schon da auch bereit erklärt, dies zu initiieren. Wir werden den Gedanken aufnehmen und vielleicht kannst du dann ja auch oder in der E-Mail, die wir dann noch an alle verschicken, Kontaktdaten geben wir damit an. Und ja, wer dann Interesse hat, kann sich dann ja bei Matthias Böser melden und wenn sich über deine Projektstelle dann sowas initiiert oder organisiert, dann ist das ja auch schon mal ein guter Schritt. So, der Ralf hat jetzt noch eine Frage. Könnt ihr bitte noch was zum Widerstand 2020 sagen oder Klartext? Mit diesen Themen hatte ich die letzten Tage zu tun. Jein, also ich bin jetzt bei Widerstand 2020 eben, weil ich meine Elternzeit ernst nehme, nicht so tief drin. Insofern kann ich nur so eine grobe Einschätzung dort geben. Also ich hatte das ja vorhin angedeutet, auch mit Blick, im Moment formiert sich sehr viel. Ich hatte vorhin auch gesagt, dass mit Blick auf die 40 Kommentare, dass es tatsächlich orchestrierte, koordinierte Aktionen und Kampagnen gibt. Die gibt es mannigfaltig muss man tatsächlich sehr achtsam sein und schauen. Also wie gesagt, auch jetzt mit Blick auf diese Demos, wo dann eben ja geguckt wird, Dinge auch zu vereinnahmen, wo man dann schauen muss, ist es sinnvoll, dann dort irgendwie mitzumachen? Wenn da die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, würde ich ganz klar sagen, nein. Also wo dann auch der Punkt ist, dass der Rechtsstaat da auch
gleichmäßig und verhältnismäßig agieren muss. Also da denke ich nur so als kleiner Exkurs daran, dass irgendwie hier die Seebrücke-Demo, wo alle Abstandsregeln eingehalten wurden, in Frankfurt aufgelöst wurde und diverse dieser Hygienedemos, die eben tatsächlich, so wie ich das wahrgenommen habe, in abstruse Richtungen gegangen sind und ohne Abstandsregelung mit viel zu vielen Menschen, dann nicht aufgelöst werden. Also es sendet ja auch ein seltsames Signal. Und wir sind ja jetzt in einer Situation, wo das Gerechtigkeitsempfinden schon stark strapaziert wird. Also wenn ich jetzt so an den Bundesliga-Start denke zum Beispiel, ist vielleicht ein heißes Eisen, jetzt nochmal das zum Schluss mit aufzunehmen. Aber es ist schon die Frage, es gab jetzt eine relative Gleichheit, obwohl wir nicht alle gleich betroffen sind von den Corona-Einschränkungen. Also vielleicht ein Punkt, das würde ich auch in die Links mit reinpacken. Es gibt eine wichtige Aktion von einem EU-Abgeordneten, Save Roma vom Corona, also wo Roma vor allem in Bulgarien, aber auch in anderen Ländern, in Bulgarien eingesperrt werden in ihren Stadtvierteln. Und also man sieht es auch mit Blick auf Frauen, die jetzt plötzlich wieder in ihre alte Rollenbilder reingedrängt werden. Also insofern, das Virus ist nicht rassistisch oder diskriminierend, aber wir sind eben unterschiedlich in unseren Lebenslagen. Also vielleicht habe ich da jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber ich finde, das sind noch wichtige Aspekte. Und zu Widerstand 2020, wie gesagt, müssen wir nochmal genauer schauen. Es ist auf jeden Fall so, dass rechte Bewegungen versuchen, immer wieder strategisch Bewegungen zu kapern. Ich hatte gelesen auch, dass, aber man kann dann gucken, wo ist das Impressum und Ähnliches, also wo ist das verortet. Da, wie gesagt, würde ich achtsam sein, aber ich habe das jetzt nicht recherchieren können die letzten Wochen. Insofern, vielleicht haben andere da noch was zu schreiben. Genau. Jetzt haben wir noch zwei Fragen am Schluss. Und zwar einmal noch die Frage, ich werde immer wieder gefragt, wo steht die Kirche zum Beispiel zum Impfzwang? Den es ja jetzt erstmal nicht gibt, aber wo würden wir dafür stehen oder gibt es da irgendwie einen Tipp, wie man mit so Fragen umgeht? Ja, also du hast die Rahmung schon angesprochen, die ist mir wichtig. Also sozusagen, wenn man schon mal darauf hinweist, es gibt keinen Impfzwang und nicht in diesen Alarmismus reingeht, ist das, glaube ich, schon ein Teil der Antwort, der wichtig ist. Und dann ist die Rolle von Kirche als zivilgesellschaftlicher Akteur natürlich kritisch zu schauen, was ist nötig und was nicht. Und die Kirchen haben sich ja weitgehend einfach zufrieden gezeigt sozusagen mit den Einschränkungen und jetzt auch mit den Lockerungen, wo man schauen muss, ist das so okay, muss man kritischer sein? Aus meiner persönlichen Sicht würde ich mir wünschen, dass man noch ein bisschen kritischer mit Blick auf die Öffnungsmaßnahmen jetzt ist. Also weil ich sehe jetzt nicht, wie eine zweite Welle verhindert werden kann, wenn das so weitergeht. Aber das sind große Fragen, die wir gesellschaftlich insgesamt klären müssen, wo es kirchlich sicherlich Klärungsbedarf auch gibt. Ja, und insofern, jetzt hatten wir ja auch den Tag der Pflege. Das war für mich auch nochmal ein wichtiges Zeichen, das zu nutzen und zu sagen, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen... Es ist schön, wenn Leute klatschen und singen auf ihren Balkons, aber das reicht nicht. Also dass Kirche auch besonders da, wo sie selber aktiv ist und mit ganz, ganz vielen Mitarbeitenden nah an Menschen eben dran ist und jetzt auch besonders, die besonders verletzlich jetzt sind, so dass man da auch schaut, wo sind wir wirklich aktiv und dass man da möglichst rangeht. Und da habe ich jetzt aber keine fertige Antwort. Und insofern, also Impfzwang ist halt auch schon ein Wort, wo ich mir denke, also ich lasse mein Kind natürlich impfen, um Himmels Willen. Also das ist für das Kind wichtig, das ist aber auch für die Kita wichtig. Also das ist für mich ein Ausdruck von Solidarität. Und dann ist die Frage, natürlich kann man das kritisieren und dann muss man wieder gucken, wo kippt das in diese Impfgegnerschaft, rein egoistisch ist, so, also wo dann behauptet wird, man ist für das Kindeswohl, aber letztlich, was ist mit dem Kindeswohl aller anderen Kinder, die dann potenziell angesteckt werden vom eigenen Kind? Also das ist aber eine hochsensible und hochemotionale Diskussion, wo ich jetzt keine kirchliche Position vortragen kann, sondern nur so meine Einschätzung mal noch mitgeben kann. Gut, danke. Dann die letzte Frage für die Veranstaltung heute vom Robert. Gibt es Leute, die Verschwörungstheorien bewusst konstruieren oder ist das so eine Art Schwarmdummheit? Also das heißt Verschwörungstheorie-Konstruktionsfachangestellter als Hauptberuf. Gibt es sowas? Ja, als Hauptberuf dann nicht. Also sowas wird dann auch wieder konstruiert vielleicht. Also natürlich, die werden bewusst in die Welt gesetzt. Also die gibt es seit Jahrhunderten und die sind eben eine Form von Welterklärung.
So, und letztlich, also wenn man sich Verschwörungstheorien anguckt, also wie gesagt, ich sage lieber Erzählungen oder Mythen, aber man kann das auch Theorien nennen, ist jetzt auch nicht schlimm, aber das ist ja der Anspruch, man hätte eine Theorie. Ja, und ich habe das Brunnenvergifter-Beispiel angesprochen aus dem 14. Jahrhundert mit der Pest, was dazu geführt hat, also zu Pogromen gegen Juden so und ganz, ganz viel, ja, also wo mir immer die betroffene Perspektive wichtig ist. Ich hatte das bei den Corona-Maßnahmen ja schon kurz angedeutet. Es macht eben was mit Menschen und diese Welterklärung ist sehr, ja, die strukturiert dann wirklich den Alltag. Also es ist nicht so was wie irgendwie nur ein blöder oder ein bestimmter Spruch und eine Diskriminierungsform unter anderen, sondern man sieht auch gerade mit dem Beispiel von Juden, das kommt jetzt nicht von ungefähr, sondern im Kern, zumindest von der strukturellen Anlage des Ganzen, gibt es eben immer Sündenböcke. Und wer ist dann dieser Sündenbock? Verschwörungstheorien gehen ja davon aus, es gibt immer eine verschworene Gruppe. Wer ist diese Gruppe sozusagen? Also es kann dann ein Chiffre sein, das kann der Banker von der Ostküste sein, das kann der CIA sein, das kann der Mossad sein. Die Gefahr ist halt letztlich immer, dass dann so eine Übermacht konstruiert wird. Das ist ja das Abstruse. Also dass Juden so viel Macht zugesprochen wird, obwohl es so wenige gibt, insbesondere nach der Shoah, dass das dann nochmal übersteigert wird. Also das gibt den Menschen Struktur. Und sie passen alles da rein, sozusagen. Also der eine Aspekt, das ist nichts, wie es scheint. Alles verläuft nach einem Plan und alles ist miteinander verbunden. Und dann gibt es eben diese verschwörerische Gruppe. Und das wird seit Jahrhunderten genutzt, auch um Macht zu stabilisieren. Und jetzt wird es eben genutzt, neu aufgewärmt, um dann eigene Interessen zu füttern. Das kann alles Mögliche sein. Das wird ja dann behauptet, die Interessen würden, was weiß ich, die italienischen Krankenhäuser hätten Interesse daran an Corona-Patienten, wo ich mir denke, um Himmels Willen, wie zynisch und menschenverachtend kann man denn sein? Und sowas wird immer wieder genutzt und es ist tatsächlich wirklich gefährlich, weil es so eine Weltsicht ist. Es ist nicht jetzt einfach nur irgendwie eine sexistische Ansicht, ohne das verharmlosen zu wollen, aber es ist so umfassend, dass man alles daran reinpasst. Und vielleicht nochmal zur Unterscheidung zum Schluss, das ist wichtig, es geht nicht darum, dass es keine Verschwörungen gibt. Natürlich gibt es Verschwörungen. Also ein klassisches Beispiel ist der Watergate-Skandal. Aber der Kernunterschied ist, dass die Journalisten, die das recherchiert haben, immer kritisch geprüft haben und dann über Monate und immer wieder überlegt haben, das kann doch nicht sein, der Präsident kann doch nicht lügen. So, und also dieser kritische Geist, der wird bei diesen sogenannten Verschwörungsideologen oder Theoretikern nur vorgegeben. Also es wird pseudokritisch gefragt, aber es wird alles in die bestehende Theorie oder Theorie in Anführungszeichen eingepasst. Und alles, was nicht passt, wird passend gemacht. Also das ist der Kernunterschied. Natürlich kann man gucken, gibt es Verschwörungen oder Netzwerke, die versuchen, Politik zu beeinflussen. Natürlich gibt es die, aber die kann man sich auch kritisch und differenziert anschauen. Und es hilft eben nichts, wenn ich eine feste Weltsicht habe und packe da alles rein, nur damit es dann irgendwie passend ist. Okay. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Matthias. Es wurde gerade auch nochmal gefragt, wo sind dann die Aufzeichnungen nachher zu finden? Und zwar unter erwachsenenbildung-ekhn.blog wird es ab dem späten Nachmittag, ich denke mal eher ab Montag dann, die Aufzeichnung mit den Links soweit geben. Alle, die sich jetzt hier angemeldet haben, werden per E-Mail natürlich benachrichtigt und bekommen alle Links auch nochmal zugeschickt. Ja, wir haben dort auch noch einen Newsletter, einen kostenlosen, über den wir auch über andere Webinare, Angebote, auch aus dem kompletten Fachbereich ja auch berichten. Wir haben ja eben nicht nur die digitale Bildung, sondern eben auch den Bereich der politischen Bildung, der Bildungskompetenz, der Familienbildung und dort auch unterschiedliche Angebote. Also schaut einfach mal in das Blog rein. Ja, vielleicht ist da noch was Interessantes. Ich habe in den Chat auch nochmal einen Link gepostet zu einer Umfrage. Und zwar würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr im Anklang das Webinar auch nochmal ein bisschen feedbacken könnt, auch noch eine kleine Rückmeldung geben könnt, weil wir arbeiten ja natürlich auch an unseren Angeboten und wollen diese entsprechend auch nochmal weiterentwickeln. Also wenn ihr Rückmeldung habt, bitte dort einfach eintragen. Ist alles anonym, selbstverständlich. Ja, in diesem Sinne, Matthias, dir vielen, vielen Dank, dass du dir trotz Elternzeit die Zeit genommen hast, heute deinen fachlichen Input hier einzubringen und zur Webinargestaltung, überhaupt zur Umsetzung beigetragen hast. Die Rückmeldung, die ich jetzt hier bekomme,
sind wirklich ja, durchaus positiv. Also von daher, ja, Treffer versenkt. Vielen, vielen Dank. Euch allen wünsche ich auch alles Gute. Wir haben noch als kleiner Hinweis in der nächsten und übernächsten Woche noch einige Webinare zum Thema Webinargestaltung, Interaktivität fördern in Webinaren, präsentieren in Webinaren. Schaut einfach mal in das Blog hier unten rein. Dort sind die ganzen Termine alle aufgelistet. In dem Sinne, wir haben Freitag, darf ich euch ein kommendes, schönes Wochenende wünschen für die, die nicht arbeiten müssen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss.